Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Mein Name ist Wilmar Kalle von Ornithologie für Anfänger und heute möchte ich euch mal eine kleine Botschaft mit diesem Video mitteilen, und zwar, dass das Glück meistens gar nicht so weit weg ist, wie man auf den ersten Blick denkt. Suchst du noch nach Möglichkeiten, um mehr Vögel in deinen Garten anzulocken? Mein Partner Vivara steht seit mehr als 10 Jahren für besonders umweltfreundliche Naturschutzprodukte. Dort wirst du auf jeden Fall fündig. Den Link zu Vivara findest du in der Videobeschreibung. Es ist zwar sehr windig, aber ich hoffe, man kann mich trotzdem verstehen. Hinter mir ist eine kleine Scheune und auf dieser Scheune sitzt ein junger Turmfalke. Dieser wird noch gefüttert, ist aber schon flügge, also ein sogenannter Ästling. Und in der Scheune sind außerdem noch Bachstelzen mit Nachwuchs und Hausrotschwänze mit Nachwuchs. Und ich glaube, vor einem Jahr waren hier auch Schleiereulen. Den Nistkasten haben aber jetzt die Turmfalken übernommen. Und wirklich, ich habe diesen Ort gefunden, als ich auf dem Weg war zu einem anderen Beobachtungspunkt. Und zwar wie immer mit dem Fahrrad. Und wie ich auch schon im letzten Video erzählt habe, ist das Fahrrad einfach aus genau diesem Grund so perfekt, weil man einfach auf dem Hin- und auf dem Rückweg noch so viele andere Sachen mitbekommt und entdeckt und so weiter. Und so viele Spots habe ich daher echt erst kennengelernt, weil ich mit dem Fahrrad zu anderen Spots gefahren bin. Gerade jetzt zur Sommerferienzeit ist natürlich die Versuchung bei dem einen oder anderen groß, in den Urlaub zu fahren, trotz Corona. Viele haben es ja trotzdem geplant. Und mein Appell an euch ist einfach mal, schaut euch die Natur direkt um euch herum an. Nutzt das, was ihr habt, weil das, was ihr habt, ist wirklich gut genug. Es ist so viel zu entdecken, direkt im Umfeld, bei jedem vor der Tür. Ich bekomme so viele Nachrichten von euch, ja, hier im Ruhrpott ist nichts zu sehen, da an der Küste, wo auch immer in den Bergen ist nichts zu sehen. Das mag vielleicht sein, dass dort nicht eine bestimmte Art oder die 300 Arten im Jahr vorkommen. Aber es ist immer noch so, so viel zu sehen, so viele schöne Momente, die ihr verpasst, wenn ihr immer nur in die Ferne schaut, immer nur auf die andere Seite des, wie sagt man so schon, auf die andere Seite des Ufers schaut, weil dort ist das Gras natürlich immer grüner. Aber wenn man dann dort ist, dann ist es doch nicht ganz so grün. Nutzt lieber das, was ihr habt. Das ist genau wie mit der Technik. Die beste Kamera ist die, die ihr habt, die einfach rausgehen, einfach mal machen. Das soll wirklich den einen oder anderen mal auch anspornen, nicht immer nur Ausreden zu suchen, sondern einfach rauszugehen, einfach zu suchen und zu finden, denn jeder findet was. Natürlich ist der Turmfalke nichts Besonderes für mich in dem Sinne, aber die Beobachtung ist was super Schönes für mich, wenn ich hier stundenlang sitzen kann und ungestört, also den Turmfalken nicht störe, wie die Altvögel Mäuse abliefern, wie ich sehen kann, wie der junge Turmfalke die Maus auseinander nimmt und frisst, und das aus wenigen Metern schauen kann, wie ich sehen kann, wie die Feldlerchen und die Stieglitze hier in dem Getreidefeld nebendran singen und fressen. Das sind die kleinen Sachen im Leben, und an denen, finde ich, muss man Freude finden. Man muss es schaffen, dass das Freude genug ist. Natürlich gibt es andere Sachen außerhalb von Deutschland, außerhalb von der eigenen Region, die auch erstrebenswert sind, aber die sind nicht permanent zu erreichen, und deshalb muss man meiner Meinung nach lernen, auch mit dem zurechtzukommen, was man einfach hat. Das soll es auch schon wieder gewesen sein von diesem Video. Einfach nur kurz und knackig ein paar meiner Gedanken, die mir gerade so spontan eingefallen sind, während ich hier den Turmfalken zuschaue. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Falls das so sein sollte, dann würde ich mich freuen, wenn du mir ein Like und ein Abo hinterlässt und auch einfach mal deine Meinung in die Kommentare schreibst. Vielleicht siehst du das ja ganz anders. Mich würde es enorm interessieren, was du zu dem ganzen Thema denkst. Ich danke dir fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.